den Titel, den du gewählt hast, jetzt für diesen Podcast gewaltig, ja? Ja. 10x oder 10 mal 10 quasi. Ja, Ist genau. natürlich auch so ein bisschen in Anlehnung an das Buch, ne? Genau, Grant Cardone. Hast du es gelesen? Ich habe es tatsächlich nur also Auszüge gelesen. Ich fand es aber Ja. spannend und ich glaube, du hast ja das Buch bei dir neben Ja, ich dem habe das hier Buch. extra Ja, nochmal rausgesucht aus dem Schrank. Ich habe genau. es irgendwann auch mal gelesen. Weil ich finde es wirklich spannend, einfach diese These mal ein bisschen tiefer zu beleuchten. Ja. Aber ich würde mal sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, Diese ob ich jetzt der richtige 10x-Methode. Ansprech Genau. ich sag mal, ob ich jetzt der richtige Ansprechpartner bin für 10x. Es gibt zahlreiche andere Leute in der Branche wahrscheinlich, Ja, schon, aber du aber ich bist, versuche einfach mehr genau. zu bringen. Und bevor wir anfangen, hatte ich eine Frage an dich. Ja. Erst Hose oder erst Socken? Tatsächlich ja Socken. Alles klar. Freunde, ich bin raus. Das Ja. Geile ist, ich spoilere das jetzt einfach mal so. Ja. Wir waren letztens Tischtennis spielen, hier fundamental und so, Ja. und da habe ich so ein, zwei Leute interviewt und dann, ich glaube, der Dieter, ich glaube, der heißt Dieter. Ich habe den da Ja. auf dem Turnier kennengelernt und dann frage ich den, erst Hose, erst Socken. Er so, ist doch ganz einfach. Erst Hose, erst Unterhose. Das Ich so, alles ist klar, jetzt auch ist das Thema richtig. erledigt. Also es Ja, gibt so wahrscheinlich kannst dann auch den einen oder anderen, der zuerst die Socken anzieht und dann die Unterhose, ja, oder auch weil er ja. keine Unterhose trägt, aber Randgruppenentscheidung. Und da wollen wir Ja. jetzt drüber reden. So, wir wollen ja über Skalierung Genau, und Skalierung, genau. Und genau, ja. also aber ich glaube schon, dass du der richtige Ansprechpartner bist, weil ich meine, du bist jetzt schon bei Praxis Nummer 5 oder 6 jetzt mittlerweile. 5, Also, meinst du? Oder so, ich sag mal sozusagen. so, vier laufen. Okay. Ja? Vier laufen, für Einen eine Standort nicht habe ich so. zugemacht und Ach, was echt? Okay. wir hatten so ein Startup. Mhm. Und da hatte ich so ein Flagship in Düsseldorf. Das war eine relativ kleine Praxis. Es war irgendwie Okay. nur zwei Behandlungszimmer und in einem Behandlungszimmer hatten wir ein DVT drin. Ja. Das war 2020. Und wir hatten uns eingemietet in Köln und wir hatten uns eingemietet in Berlin. Ein bisschen verrückt, Online-Patienten generiert, ne? Ja. Und die konnten sich bei mir einen Stundentermin buchen, also Beratung. Ja. Und in der Stunde habe ich mich ausschließlich um den Patienten halt gekümmert. Also bedeutet, die wurden im Vorfeld gut gefiltert. Okay. Und dann klinische Untersuchung, radiologische Untersuchung, wir haben alles besprochen und du hast an dem Tag den Heil- und Kostenplan bekommen. Ja, Ja, geil. und das, ja, am Anfang haben wir mega Dumping gemacht, ne? Also irgendwie all on four, all on six, irgendwie 5.000 oder 6.000 Euro. Ne? Krass. Also Sofortversorgung und dann keramischer Aufbau quasi. Ja. Das habe ich auch in Köln gemacht und ich bin einmal die Woche freitags nach Berlin geflogen und wir haben es in Berlin auch gemacht. Also es war durchaus möglich, aber zu dem Zeitpunkt bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Er hatte ich, glaube ich, schon drei weitere Standorte. Und irgendwann habe ich mich dabei erwischt, dass ich eigentlich nur noch dafür gearbeitet habe. Okay, krass. Du gehst dann, du weißt ja, wie das ist, ne? Ich weiß es ja. In unserer Branche gehst du immer in Vorkasse. Ja. Absolut. Ja. Und wenn du, sagen wir mal, also retrospektiv haben wir das falsche Klientel angesprochen, weil da gab es halt auch ein paar, wie soll ich sagen, Factoring-Gesellschaften, die gesagt haben, ey, hier, und geht nicht, und Boni nicht in Ordnung, Ja, und ja. am Ende des Tages musste ich das oder mussten wir das als Unternehmen immer lönen, ne? Ja. Und gegen Ende wurden wir von einem sehr, sehr einer großen Firma kopiert, eins zu eins, und die haben das Okay. dann eine Zeit lang gemacht und haben das dann auch eingestellt. Und Okay. zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht das Mindset dafür. Heute würde ich es vielleicht ein bisschen anders machen. Und ich habe auch keine Kollegen gefunden, die Lust darauf hatten, das adäquat umzusetzen. Aber Weißt du? hattest du da, genau, aber hattest du damals schon dieses Mindset, okay, du musst auf jeden Fall skalieren, also dass du jetzt einfach gerade das Thema zehnfach mehr quasi von deinem Mindset umsetzen musst, damit du wächst? Oder ich meine, du hast ja gesagt, du hast drei Praxen gehabt. War das immer das Ziel, dass du drei, vier, fünf, Nein, acht das Praxen, war. also, oder hat sich das Da so ergeben? bin ich einfach so reingerutscht. Weißt du, so,